Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zu Beginn der Urlaubszeit bei Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier von porta-wagnu.de. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier. Schönen guten Tag, vielen Dank. Frau Heselmeier, heute geht es natürlich, wo auch sonst, nach Italien. Aber wir Ja. haben einen besonderen Anlass, nämlich die schönste Jahreszeit, die fünfte Jahreszeit, die Ferienzeit, die ja nun bald bevorsteht. Wir hier in Bayern sind ja auch da Nachzügler, aber es gibt andere Bundesländer, die fangen wohl bald schon an mit den großen Ferien. Und was könnten Sie uns denn als Urlaubsambiente, als Urlaubsziel, als Urlaubsprojekt für einen Mehrgenerationenurlaub empfehlen? Ja, genau, Mehrgenerationen. Das ist das Stichwort, denn ich predige ja immer, um Gottes Willen niemals mitten im Sommer nach Italien fahren. Da ist es überfüllt, überteuert, laut ohne Ende. Aber es gibt dann auch durchaus Situationen, wo es sich ganz einfach nicht vermeiden lässt. Ich weiß, dass es auch heute immer noch Unternehmen gibt, wo es eben im Winter, so Dezember, Januar, eine absolute Urlaubssperre gibt. Und diese Unternehmen, die sind natürlich bestrebt, ihre Mitarbeitenden im Sommer in die Ferien zu schicken. Ob die das nun wollen oder nicht, ob denen das passt oder nicht, die müssen da einfach durch. Dann gibt es aber auch Situationen, wo dann die Großeltern ganz einfach sagen, naja, damit ihr auch mal ein bisschen was genießen könnt, dann nehmen wir euch die Kinder ab, wir fahren dann mit unseren Enkelkindern in Urlaub. Aber da will natürlich auch jeder irgendwo auf seine Kosten kommen. Und da bieten sich natürlich so Wasserparks oder Spaßbäder unheimlich gut an. Und die sind natürlich erfahrungsgemäß auch im Winter, gerade weil es Open Air ist, nicht geöffnet. Also müssen wir da genau wie in die Arena von Verona auf den Sommer ausweichen. Und ich dachte, man fährt mit den Enkelkindern in irgendwelche Arenen oder andere alte Steine besichtigen, die es ja in Italien auch zuhauf gibt. Aber sie plädieren dafür, dass die armen Kleinen da ins kühle Nass sollen. Ja, das ist natürlich auch ein Spaß für groß und klein, für alt und jung. Und es gibt ja nicht nur diese Wasserparks, es gibt ja auch noch viele andere Sachen. Das kann man dann auch in dem Text nachlesen, den ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe. Da gibt es zum Beispiel auch einen, ja, so eine Art Funpark, wo dann so eine Piste aufgebaut ist, wo man dann mit dem Quad, mit dem Minicross, was auch immer, durch die Gegend pirschen kann. Und das ist natürlich auch was für etwas größere Kinder, für junggebliebene Erwachsene. Also da hat dann auch jeder irgendwie so seinen Spaß. Und dann haben wir natürlich alle was davon. Und jeder gibt dann den einen Tag mal ein bisschen mehr nach, mal ein bisschen weniger. Und jeder kommt dann an einem anderen Tag auf seine Kosten, sodass das wirklich dann für jeden ein schöner Urlaub ist. Also Frau Heselmeier, ich gebe zu, ich war schon öfter in Italien, aber noch nie im Sommer an der Küste, am Strand. Aber wenn ich da im Herbst hinfahre und dann schon alles geschlossen ist, dann sehe ich da Badeanstalt, noch Badeanstalt, Bagni heißt das ja, glaube ich, auf Italienisch, diese Einrichtungen, in denen man sich umziehen kann, aber in denen es auch was zu essen gibt. Wie ist denn das im Sommer? Lohnt es sich denn da im Sommer an die Küste zu fahren und so einen Bagni aufzusuchen? Kann man das mit Kindern machen? Macht das Sinn? Das macht durchaus Sinn. Also gerade mit Kindern ist es dann wirklich ein richtiger Spaß. Und dadurch, dass es ja so viele gibt in Italien, verteilt sich das auch alles ganz toll. Also ich hatte auch irgendwann mal, da musste ich geschäftlich nach Italien und war dann mit einer Freundin in der Toskana, dort, wo ihre Eltern leben. Und dann sind wir auch sonntags ans Meer gefahren, da wo sich dann eben alles tummelte. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es übermäßig voll war. Okay, es war voll, aber jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, um Gottes Willen. Und es hat sich wirklich schön verteilt. Und dann hat man natürlich auch den ganz großen Vorteil, wie Sie vorhin schon sagten, da ist ja alles eingerichtet. Wir haben dann Restaurants, wo man auch einfach mal eine Kleinigkeit essen kann, wo man sich was zu trinken holen kann. Man kann mal zur Toilette gehen. Und es ist wirklich die volle Infrastruktur letztendlich da, was das betrifft.
Und die reinigen auch den Strand. Das heißt, wenn man da morgens an den Strand geht, dann hat man eben einen sauberen Strand, einen gepflegten Strand. Und da geben sich die Betreiber dieser Baniers auch viel Mühe. Absolut, das kann man nur bestätigen, das ist so. Wie wir nach Italien kommen mit der großen Familie, das ist ja dann jedem selbst überlassen, ob mit dem Auto oder mit der Bahn oder mit dem Flugzeug. Ich kann nur berichten, nach den Raststätten, die ich da in Italien besucht habe, sowohl an den Autobahnen als auch an irgendwelchen Landstraßen. Immer sehr ordentlich, immer super Kaffee, Sanitäranlagen, immer sehr gepflegt und sehr sauber. Also da kann man in Deutschland schon andere Erlebnisse haben als in Italien. Das ist wohl wahr. Das kann ich auch nur bestätigen. Also in Italien habe ich da noch nie irgendetwas Negatives erlebt. Und ich bin ja wirklich sehr viel unterwegs und meistens halt mit dem Auto. Und sobald ich dann über die Grenze bin und bin ein paar Kilometer gefahren, dann muss ich auch die erste Raststätte aufsuchen, muss mal ein bisschen Benzin in das Auto schütten und dann auch ein bisschen Espresso in mich hinein. Und egal, wo ich da bislang war, es ist alles wirklich picobello, weil das natürlich auch von den Italienern frequentiert wird Ja. und die legen natürlich auch ganz, ganz großen Wert auf solche Sachen. Frau Hesemeyer, ich habe jetzt keine oder noch keine Enkelkinder, kann das also jetzt nicht so beurteilen, wie das so ist mit ganz kleinen Kindern, höre aber immer, dass die gerne Spaghetti mit Tomatensauce essen oder irgendwelche anderen Dinge. Wie ist denn das, wenn man lokulisch mit kleineren Kindern in Italien unterwegs ist? Gibt es da immer auch nur die ganz feine Nonna-Küche oder sind die auch auf Kinderessen eingestellt, also auf das, was jedenfalls deutsche Kinder gerne essen? Ich weiß ja nicht, was italienische Kinder gerne essen. Genau das gleiche wie die Deutschen. Tomatensauce mit Spaghetti. Und die Italiener sind ja total kinderjeck. Also wenn sie da mit einer Familie im Restaurant erscheinen, gerade wenn es irgendwo am Strand ist, in so einem Restaurant, wo wir diese Badeanstalten haben, die sind definitiv bestrebt, bemüht. Die kümmern sich fast mehr um die Kinder als um die Erwachsenen. Also es ist tatsächlich so, weil die ganz einfach kinderjeck sind und den Kindern muss man dann helfen. Und gerade wenn es kleinere Kinder sind, da wird so dermaßen auf diese Kinder eingegangen, dass die auch wirklich das zu essen bekommen, womit sie dann auch richtig glücklich sind und was denen dann auch schmeckt. Dann würde ich sagen, irgendwelche Enkelkinder schnappen und ab nach Italien in Urlaub. Genau, die eigenen Kinder entlasten, die bleiben zu Hause und dann sich mit den Enkelkindern eine schöne Zeit machen. Gut, wir haben über die Fülle gesprochen. Es ist auch heiß im Sommer in Italien, aber auch das ist eine Frage der Lebensform. Da muss man halt ein bisschen früher rausgehen, mittags dann Siesta halten und wie die Italiener erst um 8 oder um 9 Uhr anfangen zu essen. Naja, 9 Uhr. Vielleicht um 8 Uhr anfangen zu essen und in den Abend hinein ja, träumen, chillen, was auch immer. Dann, glaube ich, kommt man mit der Tageshitze auch ganz gut zurecht. Ja, absolut. Also man muss sich da einfach anpassen. Vor allen Dingen, wenn man dann wirklich mal unterwegs ist um die Mittagszeit, also 13, 14, 15 Uhr, da wird man feststellen, dass tatsächlich nur die Restaurants geöffnet sind und alle anderen Geschäfte, ob das jetzt Lederwarengeschäfte sind, Schuhgeschäfte, Boutiquen oder, die sind geschlossen. Die machen dann auch erst so um 16, 16:30 Uhr wieder auf. Dann, wenn eben die Hitze nicht mehr so am Himmel, die Sonne nicht mehr so am Himmel steht, wo man es dann auch wirklich einigermaßen aushalten kann. Und dann kann man wieder ein bisschen shoppen und sich auf den Aperitivo vorbereiten. Wie lange haben die Geschäfte geöffnet? Bis 20 Uhr? Das ist total unterschiedlich. Da muss man dann einfach mal schauen, wenn es so richtige Touristenhochburgen sind. Dann meistens auch ein bisschen länger, also maximal 20 Uhr, weil die italienischen Unternehmer, die dann so ein Geschäft betreiben, die wollen ja dann auch irgendwann einen schönen Abend mit leckerem Essen und tollem Wein verbringen. Gut, dann also auf nach Italien, dem Land mit dem Mehrgenerationenurlaub oder dem Urlaub für viele Generationen, für alle Generationen.
Und wer hier in Deutschland guten Wein aus Italien genießen will, der findet den wahrscheinlich bei porta-wagnu.de. Ja, nicht nur den Wein, sondern auch viele tolle andere Produkte, die man dann zum Wein schnabulieren kann, wie Tarali, Oliven und so weiter. Dann schauen wir da mal und stöbern. Frau Isemeyer, ich Genau. danke Ihnen für heute. Ich danke auch. A presto. Ciao, ciao. Ciao.